Die Waldorfschule in Graz ist etwas Gewachsenes seit über 30 Jahren. Sie ist von Eltern aufgebaut worden mit geringsten finanziellen Mitteln und ist dadurch wirklich auch etwas Starkes, etwas Besonderes geworden. Und die Kinder, die hierher kommen, ich glaube, die merken das. Die spüren das, dass hier ganz viel Kraft drinnen liegt. Ganz viel von einzelnen Menschen getragen wird. Und dass sie sich auch selber so entfalten dürfen, wie sie hier herkommen, dass sie nicht sich anpassen müssen an Erwartungen, die von außen an sie kommen. Und dadurch ist diese Schule, glaube ich, so besonders erfolgreich, dass die Kinder zu Erwachsenen sich selbst entwickeln dürfen. Zum einen Teil geht es ja um die Waldorfpädagogik, fußend auf Rudolf Steiner, die allgemeine Menschenkunde, auf dieses Werk, das alle freien Waldorfschulen als Grundlage ihres Unterrichtens haben, wo es einfach darum geht, dass dem Kind in dem richtigen Alter der richtige Stoff vermittelt wird. Wenn ich nur ein kurzes Beispiel bringe, wenn in einer 9. Klasse in Physik zum Beispiel Wärmelehrer ist, dann passt es gerade rein in diese Zeit, wo sie gerade in der Pubertät sind, wo es einfach heiß und kalt wird gleichzeitig. Da passt die Wärmelehre mit dem Brodeln und mit dem Kochen von Wasser gut rein. Und so kann man das in jedem Fach eigentlich feststellen, dass im richtigen Alter der richtige Stoff ans Kind herangetragen wird, nicht damit das Kind jetzt den Stoff lernt in erster Linie, sondern damit das Kind in seiner Persönlichkeit sich entfalten kann. Und bei unserer Schule speziell, wir haben ja eher den Schwerpunkt aufs handwerklich-künstlerische jetzt auch gelegt. Also in der Oberstufe und ab der 8. gibt es ja diese Epochen. Blockweise wird da vieles gemacht, wie Spinnen, Weben, Plastizieren oder auch das Schmieden. Und alles natürlich, wie schon von Rudolf Steiner gefordert, mit Burschen und Mädchen besetzt. Der Epochenunterricht bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler von 8 bis 9:45 Hauptunterricht, nennt sich das bei uns mal grundsätzlich, an einem Fach dranbleiben und das noch dazu über 3 bis 4 Wochen. Also die Kinder tauchen intensivst in ein Wissensgebiet quasi ein und bleiben dann dabei. Dann kommt die nächste Epoche und dann kommt wieder eine andere und wieder eine andere. So durchzieht sie das ganze Jahr. Das ist, glaube ich, die allergrößte Bereicherung, die es gibt, wenn man so lernen kann. Was den Fremdsprachenunterricht besonders macht, ist, dass es ab der 1. Klasse 2 Fremdsprachen gibt, die unterrichtet werden, Englisch und Italienisch. Und das bedeutet, dass ich in der 1. Klasse Volksschule reingehen kann als Lehrerin und wirklich einsprachig unterrichten kann. Ich gehe rein und spreche nur Englisch. Ich mache mit ihnen eine Reise nach England mit dem Ballon. Und das ist die Fähigkeit der Kinder in dem Alter, dass sie einfach einsteigen, machen mit. Sie sind so fasziniert von dem, dass da jemand kommt und eine andere Sprache spricht, dass sie einfach tun. Und sie tauchen in die Sprache ein, sagen wir. Sie nehmen das einfach mit. Und wir packen da in den ersten Jahren einen richtigen Rucksack. Sowohl im Englischen als auch im Italienischen. Und die eignen sich einen passiven Wortschatz an, das ist ungeheuerlich. Was die alles verstehen, ich kann Geschichten erzählen. Ich kann in der 3. Klasse eine englische Geschichte erzählen. Und die verstehen bis ins Detail, worum es eigentlich geht. Here is a house with a pointed door, windows tall and a fine flat floor. Good. Oh, due occhi per vedere. Come si chiama il fratello di Catalina Maida? Hai un fratello? Zunächst erstmal brauche ich darüber keine Entscheidung zu fällen, weil die Schüler das eigentlich selber deutlich machen, was sie da jetzt möchten. Da gibt es durchaus einige Situationen, wo ganz klares Faktenwissen auf den Tisch muss. Und das kann man dann auch einfach darlegen und das geht dann eine Zeit lang. Und dann kommt ein neuer Schwenk und dann kann man sich fragen, und was nützt uns das jetzt und wie ist das einzubetten in das Weltganze oder in dein Leben oder so etwas. Und dann kommt eigentlich diese Erlebnisdimension. Also das hat mehrere Schichten natürlich. Man kann vom Wissen ausgehen und dann es erweitern in das Leben und in die Welt.
Und dann gibt es eben diese andere Seite, die haben wir dann sehr stark in Praktika, wo eigentlich erst einmal irgendwie ein Thema wie das Feldmessen oder von mir aus auch das Achtklass-Spiel oder das Zehnklass-Musical stattfindet, wo es darum geht, ja, jetzt wollen wir eine Produktion machen und dass dann auf einmal die Schüler Erfahrungen machen und erst in der Reflexion, manchmal auch erst später, viel später, dann auf einmal merken, dass sie da irgendwie was ganz Bedeutsames für sich eigentlich erlebt haben. Now Romeo is beloved and loves again, alike bewitched by the charm of looks. But to his soul supposed he must complain, and she's at last repaid for fearful hooks. Being held a foe, he may not have access to breed such woes as lovers. Jetzt rein örtlich in unserer Waldorfschule haben wir ja das Glück, dass wir einen sehr, sehr großen Grund haben, sehr viel Grün. Und dadurch haben wir das Glück, dass es sehr viele verschiedene Räume, Häuser gibt, wo die Schüler aufgeteilt sind. Es gibt eben da ein Unterstufenhaus und ein Mittelstufenhaus und so weiter und die Bibliothek und die ganzen Werkstätten. Und manche behaupten ja, dass es mehr als Feriendorf zu sehen ist als Schule. Aber natürlich sind wir eine Schule mit all diesen Annehmlichkeiten und wir freuen uns ja auch darüber, dass es so ist. Schüler wollen eine Rückmeldung haben, was sie können, wie gut sie sind. Sie wollen sich vergleichen. Das ist was Natürliches. Aber es sollte nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund sollte stehen die Erfahrung, ich kann was, ich habe was gelernt, ich bin besser geworden. Deswegen haben wir keine Noten, sondern eine verbale Beurteilung. Mit Zeugnissen, mit Texten, wo dann wirklich ganz konkret drinnen steht, was im Schuljahr gut gelungen ist und was weniger gut gelungen ist und wo noch gearbeitet werden kann. Das finde ich viel aussagekräftiger als irgendeine Zahl, wo man sich vielleicht im Moment gut vergleichen kann, aber im Prinzip keine Aussage gewinnt. Ganzheitliches Lernen ist daher so selbstverständlich, dass man es fast nicht merkt, dass es was anderes auch noch geben könnte. Ich bin aber selber aus der Regelschule und weiß, dass es sehr wohl was anderes gibt. Und ganz einfach erklärt, die Kinder lernen nicht nur, damit sie dann was auswendig wiedergeben können, sondern sie lernen mit dem Herzen, mit den Händen, mit dem Verstand natürlich sowieso, aber nicht ausschließlich mit dem Verstand. Also bei uns ist wirklich alles dabei, was so den Menschen ausmacht. Erziehung zur Freiheit heißt ja, in einem geschützten Rahmen alles zu erlangen, damit man später frei entscheiden kann. Und das wird da in unserer Schule, meine ich, sehr, sehr intensiv geboten. Und wenn ich mit den Oberstufenschülern arbeite, merke ich, dass eine sehr, sehr große Identifikation mit der Schule da ist. Weil man einfach sehr viel mit den Schülern auch macht, künstlerisch, mit dem Musical und so weiter. Alles hat dazu beigetragen, dass die Schüler sich wohlfühlen in unserer Schule und diese Schule auch verteidigen, wenn es darauf ankommt. Ich sage immer, wir sehen die Basis, wir gießen jahrelang unsere Samen, die wir in der Unterstufe setzen. Und irgendwann kann man dann ernten, wachsen die großen Bäume und irgendwann in der Oberstufe, für die Matura vielleicht, kann man dann ernten. Derjenige, der fragt, muss eigentlich nochmal wieder rehabilitiert werden als der eigentliche menschlich Suchende. Also auch das ist so eine Art von Einsicht in die Würde eines Kindes, zu sagen, hey, du bist dadurch so toll, weil du so eine spannende Frage gestellt hast. Also 21, Schule wechseln möchte ich nicht.